Der hat keine Ahnung, dass du einen Level 6er zählen willst. Ja, der sieht voll hübsch aus. Sorry. Irgendwas ist passiert. Wir gehen gerade Richtung Base zurück. Max tötet Tiere 10 Meter. Nein, alles gut. Ja, Max hat vorhin auch schon auf das Pferd geschossen. wo ist der Penner? Finde es nicht. Nimm das Boot und ihm und rennen. Nee, ich habe eine bessere Idee. Finde es nicht. Läuft, da hätte man noch Angst. Suchst du mich gerade wirklich, Bug? Was? Nein. Boah, ist der schon der Sniper? Au! Ah nee, mein Bogen ist kaputt. Okay. Was habt ihr denn Süßes gesehen? Den Bulldog, den Kreta-Tempel. Also ein orangenes Bulldog. Der ist voll hübsch. Das läuft ja die ganze Zeit vor Angst weg. Wir haben heute den bösen Bug, ne? Ja. Ja, der böse Bug. Hat die böse angeguckt. Wir haben andere Rennen, sonst verliert ihr das nie. Ah, der ist ja gar nicht orange. Oh. Ach so, ja, ich gucke immer auf die Lampe. Ey, guck mal, die Zunge, da wie die rausguckt, wenn der rennt. Der sieht fies aus, oder? Sabbelt der Beam. Hier Bären. Aber nicht zu verwechseln mit den Schweinebären-Männern. Ah, da vorne ist ein Schweinebärmann. Gefährlich. Ja. Wir wissen, wie es geht. Wir werden uns auch immer an Kind 1, Kind 2, Kind 3 und nicht zu vergessen an Kind 4 erinnern, die bei ihren Angriffen gestorben sind. Ich würde aber sehr gerne da mal so einen Schweinebärmann tame. Oh ja, schon. Oh ja, ich auch. Da hinten ist auch ein Bienen. Aber irgendwo waren doch Schweinebärmänner. So, wie viel haben wir denn jetzt? Kann man da ein bisschen was machen? 900 Stück. Das ist erstmal okay. Lass mit den Stego erstmal Stego sein. Ryan, machst du ja wieder Separatistenhütte? Oder was ist das? Das hat Kirail ja auch gesagt. Nein, wir machen hier nur ein Camp. Das ist kein Leuchtturm. Wunderschön. Soll ich dir da mal einen Leuchtturm, daneben bauen? Der ist installiert, ein Leuchtturm. Der Leuchtturm sollte wenigstens hier auf diese Metallbrücke da hochführen. Ja, später. Es muss mal ein kleiner Leuchtturm. Für ein kleines Kind. Ja. Und man könnte von da oben Sachen runterschießen. Wer hat denn hier den Teppich gegengelegt? Ich. Ja, muss auch mal sein, ne? Tja, ich meine, die Rhabarber-Raisin, die achten halt auch ein bisschen auf Gemütlichkeit. Ich habe den Stego wieder zurückgebaut. Okay. Ganz schön flauschig, der Kerl. Lol, das ist echt cool. Ihr seid echt gut. So gemütlich. Wir hatten da drauf gekackt. Ach, irgendwie atmet das immer aus. Ach Mann, jetzt stinkt. Hilfe, ein Spino! Ah, sie dir ist drauf reingefallen. Sie dir wollte gerade die Tür zumachen, der Angsthase. Ich hab mal die Tür zugemacht. Ja, schön, jetzt brauchen wir noch einen Sattel und dafür brauchen wir dann erstmal das Level. Aber da haben wir zumindest schon mal einen Wachhund. Ja, ist ja gut, Kleiner. Ah, oh, guck mal, was der Bomber gerade gemacht hat. Ah, das machen die immer, wenn man die levelt, ne? Warte mal. Ja, das ist immer. Das ist halt kein Level mehr. Du musst echt mal zugucken, wenn die Karte, das sieht so süß aus. Jetzt hat er gerade gekackt, das ging ganz schnell. Ja, das hat man nicht gesehen, weil er gerade die andere Animation gemacht hat. Nur Sattel. Ah, ist schon niedlich, ne? Ist schon niedlich, die Kleinen. Oh, ey! Ei. Schnappi! Ei, sind wir gut aus. Mittlerweile weiß ja wahrscheinlich auch jeder, was dieses Motiv war, was ich da für dich gemalt habe. Ja, mittlerweile sollte eigentlich jeder wissen, was die Kirali da gemalt hat. Für mein Merch.
den man sich kaufen kann. Kauft sein Merch. Kauft mein Merch. Ja, ne, fehlt eigentlich nur noch diese Weihnachtsmütze am Schwänzchen. Ja. Er freut sich voll, wenn man ihm was zu essen gibt. Das ist halt rar, ne? Ich glaube aber auch, ey, ohne Scheiß, es gibt einfach keine Biegen, sondern diese Erdbeben. Das sind die Biegen, sozusagen. Ja, aber da kommt doch gar nicht. Oder doch, der Mo hat doch so ein Schwert gefunden, zum Beispiel. Da muss man jedes ja, es ist ja schon hunderte von Dingern aufgehoben und entweder kriegst du Holz oder Flint oder irgendeinen anderen Crap. Ja, muss, Mo ist eine Duckbox. Ich hab Kristall und nicht primär hier Obsidian schon bekommen. Ihr wollt biegen? Ja, ist ja genauso. Wir wollen biegen, ja. Hast du ein Biegen gesehen, oder was? Nehmt euch mal so eine Kletterhaxe. Die Kletterclimbing. Mhm, hab ich. Nächste. Und dann folgt. Ist das weit weg? Boah, nicht so weit, ey. Bringt uns in der dunkle Ecke, schwören. Ja, lass uns davor vielleicht mal noch. Ich mach mal noch Betäubungsweile fertig. Guck dir und den jeder. Mann, der ist überhaupt nicht vertrauenswürdig. Und es sollte jeder. Ihr müsst mal alle eure Mütze verstecken. Gut, dann mach ich mal die Brille auf. Nein, Maulwurf! Und es sollte jeder einen Crossbow am Start haben. Mach mal. Ich zum Beispiel. Ich hab nämlich noch keinen. Ich hab auch noch keinen. Mal drei. Okay, ich hab meinen vierten gemacht. Willi, wo bist denn du? Da. Hier, vorne. Vor dir. Hallo, Willi. Hallo. Du hast da was in der Nase. Also irgendeiner hat den kaputten Crossbow rausgenommen, den ich zum Reparieren reingetan habe. Bestimmt irgend so ein kaputter. Ich mach Narkotikpfeile. Narkotikpfeile. Ach, das ist nicht euer Ernst hier. Wir fallen mit euch Stäben. Ich sehe dann halt nichts mehr. Ich weiß nicht. Ich hab eine Vermutung, wer es war. Ja, ich auch. Sag's mal ganz vorsichtig, ne? Ey, bloß gut, dass wir nicht auf dem Community-Server spielen. Was ist das für ein... Oh yeah. Weil da wüsste ich ganz genau, wo ich langlaufe, werde ich mit der Scheiße beworfen. Weil das ist halt echt glitchy, das Zeug. Ey, ich bin froh, dass die irgendwann verschwinden. Ah, die sind so cool, die Kletterdinger. Ich finde die Technik auch so nice. Die sind ganz so gut gemacht. Irgendwie. Ja. So, ich habe jetzt erstmal 200 Narkotikpfeile. Ich hab 100 weiß. Sollte reichen. Ich hab überhaupt keine. Ja, ich hab 100 nicht Smithy gehauen. Ich hab 81 noch dabei. Boah, in der Base ist es mega. Warm? Nee, ich bin 11. Ach so. Boah. Ja, rat mal warum. 10.000 Bulldogs. Nee, weil ich hier mit 5 Brennstäben vor der Smithy stehe. Oh, das ja, aber krieg ich doch diesen Buff in der Base durch Charge. Zieh dir, was hast du da gemacht? Und wer hat meinen Bart geschnitten? Ah, Leute. Warum tut ihr mir das an? Warum so ein Porno-Balken? Warum? Keine Ahnung. Also ich hab da vorhin Bugs mit der Schere rumlaufen. Ich glaub, der Community-Server wäre sogar ein Segen gewesen für dich. Ey, ich sehe halt echt aus, als wäre ich hier irgendwie sonst wie auf Drogen, ey, mit diesem komischen Leuchtstab in der Schulter drinne. Und rechts oben halt so ein Kakofieh. Und ein Porno-Balken über dem Mund. Kann man eigentlich die Dinos hochklettern? Geht das auch? Nein, klar. Lol. Hätte er sein können. Ich sehe aus, als würde ich gleich eine Rave-Party veranstalten, ey. Kommen noch bald Farben dazu. Das ist gut. Ah, Emote. Emote Rave-Party. Ah. Okay, also über Emote kann man, das hat sie auch schon gesagt, Jali, ne? Kann man Licht machen. Von den Viechern. Das ist ja witzig, dass er dann auch diese Klatschbewegung macht. Weil ich mich echt frage, bei wem heutzutage zu Hause noch das Licht angeht, wenn man so hier macht. Dafür dumm.
Nein, das Licht ist bei mir jetzt nicht ausgegangen. Das wäre ja bescheuert. Das wäre witzig. Ja, das stimmt. Bam, ich kann mir sogar zwei machen. Wie teste ich denn das jetzt am besten? Ich nehme mal den Leuchtturm von Ryan. Schießt es auf die Armbrust. Und... okay, und jetzt kann ich eine Verbindung... Ah, so steht. Ich mache mal eine Verbindung mit der Ecke hier. Ja, geil. Und jetzt können wir theoretisch... Und wo hast du so ein Zipline-Ding? Ja, das ist okay, das Zipline gewesen. Nö, ich dachte, man braucht noch extra so ein Ding. Die haben sich doch an den Trailer und irgendwas. Ja, stimmt, okay, das müssen wir noch bauen. Bestimmt. Nö. Aber ich hab's auch noch nicht gesehen, wie man das lernt. Hui. Ah, das geht mit Level 54 erst. Warte mal. Ja, das erreiche ich. Stamina. Keine Ahnung. Lan, du hängst ja schon dran, oder? Ja, aber ich habe nichts Besonderes gelernt. Ich bin einfach nur hochgeklettert und dann hast du da eine kannst du drücken, dass du halt rein möchtest. Die Zipline. Mach mal. Hä? Hui. Ah, E drücken. Okay. Geht's nur von oben? Ja, nur nach oben. Ja, macht irgendwie Sinn, dass man nicht hochklettern kann. Ne? Musst du den Motor bestimmt haben. Würde ich gerade sagen, für den anderen brauchst du wahrscheinlich den Motor. Also so aber cool, nein. Ey, dass man hier auch cool. Überhang klettern kann und so. Komm ich denn jetzt hier? Ziplining. Aus der Luft kann man es auch machen. Kann ja stehen bleiben. Ich kann rumspringen. Das ist cool, da kann man noch nach oben springen. Ich bin jetzt aufs Dach gesprungen. Okay, einfach drauf und E drücken oder was? Ja. Ach, wie geil. Ryan, dein Leuchtturm macht Sinn! Yeah, sag ich doch. Mich würde mal interessieren, dass wenn man das Gefälle krasser macht, also wenn das stärker nach unten geht, ob man dann auch schneller ist, bestimmt, oder? Also eigentlich ist es ja ein bisschen lame fast schon, so langsam wie das ist. Also ist ja erstmal. Wollen wir dann? Ja, warte mal, ich kann noch was anderes Zip-mäßiges machen. Bestimmt Zippo-Feuerzeug oder so. Zipline Motor Attachment. Da brauche ich aber Electronics und Fabrikator und blaue Gems 40 Stück. Wir sind ja morgen damit fertig. Machen wir dann später, würde ich sagen, ne? Wie sieht's denn aus, Leute? Kommen wir los? Oder? Ja, ich bin bereit. Na ja. Gut. Bin bereit. Expedition! Dann kommt mal mit hier hinten lang. Alles klar, Ryan, dann zeigen wir uns mal, was lang geht. Obwohl, wir können hier auch gleich hochklimpen. Auf die Brücke. Staffelführer. Wir wissen ja jetzt, wie Ziplining geht. Ja. Ich würde ja dann gerne mal testen, was die maximale Reichweite von diesen Zip-Dingern ist. Das kann ich eigentlich gleich mal. Ja, nee, da muss ich erst das anschießen. Das machen wir irgendwo, wo es Sinn ergibt. Ach, so ein Zip-Ding, was hier von hier oben nach unten führt zur Base, wäre natürlich geil. Vielleicht. Ja, mal gucken. Wo wir unseren Abenteuerspielplatz aufbauen. Ich weiß es noch nicht. Kipp. Was ist denn hier reingezappt? Nein! Also das Blaue ist nicht immer safe, muss ich sagen. Ne? Nee. Echt? Ah ja, hast du bestimmt was falsch gemacht. Geht's jetzt? Ja, ja, ich bin runtergesprungen. Kannst du weiter? Ja. Ah. Das sieht sehr gekonnt aus, Lan. Komm schon, Lan. Ich helf dir. Nimm meinen Arm! Nein, das ist kaputt gegangen. Ich falle, ich rutsche. Und, bin fast gestorben. Ja, bist du irgendwie... Nee, ich bin komplett runtergefallen. Haben wir noch ein bisschen Metall? Tötet mich. Eigentlich wollte ich Ryan hier. Hä? Damit wir Ryan nicht verlieren können. Willst du es? Nein. Bist du sicher? Nein, ich hab da noch... Du führst doch. damit du leuchtest, damit wir dich sehen. Okay, na gut. Bin gestorben. Nein. Und Bugs ist einfach nur gerade enraged. Was? Deswegen ist er rot. Oh, guck mal, Bugs, deiner hat so eine pinke Cola. Wie Kaki. Ja. Ist das Kaki? Nee, ne? Nee, das ist der Bomber. Ich glaube Kaki? Ja, okay, der Bomber. Ach, der Bomber hatte den Teppich, ne? Ja. Der Bomber hatte auf den Teppich geschissen. Ne? Ja. Kaki, kann sogar sein, dass er in der ersten Folge gestorben ist. Das hat ein paar in die Kommentare geschrieben. Machen wir eine Gedenkminute für Kaki, bis Lan oben ist? Denkminute für Lan.
Nee, für Kaki. Achso. Der Lan bekommt von mir nicht mal eine Sekunde. Oh nein, dann kommt sie da. Immer so gemein zum Willi. Immer so gemein. Immer so gemein. Da. Hä? Hä? Oh Mann. Das ist wie mit den Pogebällen. So jetzt. Ha, geil, guck mal! Sehr gut! Wie so ein Einhorn, Alter. Du leuchtest. Stimmt, Feuerwehrmann. Feuerwehrmann Willi. Oh. Jetzt bin ich ja fast neidisch, das will ich auch haben, das ist voll cool. Du musst zu dem Pfeiler. Ja. Der rechts vor dir ist, genau der. Aber Beam, das ist genau. Ziemlich eklig in der First Person. Ja. Rat mal, warum ich das nicht ganz so cool finde eigentlich, wenn man das mal macht. Ah, verstehe. Also es muss jeder mal erlebt haben, damit er weiß, was ich meine. Weil mir ist es schon 3 oder 4 Mal, wurde ich mit so einem Ding beworfen. Ich hätte mir den regelmäßig in den Rücken geklebt, also von selbst aus, dann ist es nicht so tragisch. Ja, das ist nicht so schlimm, wahrscheinlich. Oder an Hintern oder so, aber man darf es halt nicht Richtung Kopf machen. Will einer die neue Brücke ausprobieren? Neue Brücke? Komm mal hier zur Kante. Ah, die Idee hatte ich nämlich auch, die Überlegung. Aber dann komme ich so nicht mehr zurück, oder? Weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, spring mal hoch. Hast du noch so ein Zipline? Dann kannst du nämlich von da hinten oben auf nach höher und dann wieder zurück, genau. Ich find's eigentlich ganz geil. Sieht voll dumm aus. Spring doch mal hoch. Nach oben gucken und dann Leertaste. So. Jetzt, ja, ich mach eine. Warte, ja, ich weiß. Ich brauche aber einen höheren Punkt, ich muss das von hier irgendwie machen. Ja. Dass er dann herlaufen. Aber nicht zu hoch, weil du musst noch drankommen. Ja, stimmt, das ist halt zu Fuß erreichbar. Ja, machen wir mal von hier irgendwie. Das ist eigentlich der höchste Punkt, ich hoffe nur, das ist nicht zu weit weg. Mach doch da rechts an diese Säulen, ne? Oder geht das nicht? Oder ist das, warte mal, das geht. Oh. Ich darf jetzt noch nicht zu niedrig machen. Komm mal so hier irgendwie. Okay. Hui! Oh, jetzt getraut er euch, ne? Ah, richtig cool. Ey, wir haben eine Verbindung zwischen der kaputten Brücke, wir haben die repariert. Ryan hat mich geblockt. So nice. Hilfe! Was? Ich bin runtergefallen. Okay, ja, stimmt, das mit dem Blocken ist ein bisschen. Ja, ich glaub, das ist gut, dass wir das Ding über Wasser gebaut haben. Oh ja. Das ist dumm gerade. Ich finde das auch gut, weil wir haben jetzt eine Verbindung wir haben die Brücke repariert. Ich verstehe gar nicht, wenn eine Brücke kaputt ist, warum die das nicht einfach so machen wie wir. Das finde ich immer so geil. Wir gehen exploren und kommen 5 Meter weit. Stimmt. Das war gefährlich. Ihr dürft die Leute nicht blocken. Stimmt. Ich seh ja sogar unsere Base noch von hier. Wir sind wirklich nicht weit gekommen. Aber erinnert ihr euch noch, wo uns hier der Diplo hier eingekesselt hatte und unsere einzige Chance bestand, darin ins Wasser zu springen? Wolltest du mir... Nein. Ups. Oh, hui. Nein. Also, damit kann ich auch eine Folge füllen. Und ich nenne das dann einfach Brücke. Oder so. Gucken wir weiter. Oder Feuerwehrmann Willi, finde ich auch cool. Wo wollten wir eigentlich jetzt hin? Die Brücke ist lang, oder? Ryan hat gesagt, wir sollen ihm folgen. Ryan, wo bist denn du? Ryan ist gemütet. Ist weitergelaufen. Ryan! Ryan ist schon auf der anderen Seite der Karte. Aber hier ist die Zipline, wo wir vorhin waren, Beam. Aber hier kommen nicht Ziplinen. Man hängt sich dran und dann hängt man da. Kannst du laufen? Du brauchst ja die Motor. Nein, du kannst klettern. Kannst du? Das ist zum Klettern da. Ja, einfach alles irgendwie diese Leuchtdinger hat.
Überall sind diese Brennstäbe. Nicht zum Klettern. Brennstäbe. Hier kann man klettern? Es gibt gar nichts. Die Zipline, die ist nur falsch rum. Du siehst auch, dass der Motor, also dass die Richtung andersrum ist. Okay. Na gut, dann springen wir einmal hier runter. Wir müssen da drüben jetzt hochklettern. Okay. Folgt mir einfach. So sind wir dann hier hoch? Ja, was nicht ging mit der Zipline. Wir dachten, es geht. Kann man auf den Bäumen landen? Ja, kann man. Auf den Pilzen oder was? Stimmt, man kann auf ihnen landen. Ja. Gut, und dann Ziplining. Good luck, have fun. Klettern meine ich, climbing. Hier nach oben oder was? Ja, genau. Theoretisch genau, kann sich ja schon abfangen hier vorzeitig. Muss nicht ganz unten landen. Ja. Muss eigentlich auch gehen. Das Problem ist, meins ist bald kaputt. Die Bäume. Es geht. Hey. Was? Und? Zum. Yeah. Das war skillig. Da. Cool. So, und jetzt hier hoch ein Stück laufen. Laufen. Holt sich mal jeder ein bisschen Tetsch. Ich würde mal super interessieren, wo wir jetzt eigentlich hinlaufen. Aber egal, wir werden es ja gleich sehen. Wir müssen noch ein kleines Stück. So, jetzt gucken, dass eure Haken noch einigermaßen ganz sind. Wir müssen hier noch einmal hoch, dann sind wir da. Okay. Kletter schon mal hoch. Ich überleg gerade, was uns Ryan zeigen könnte. Am Ende ist da einfach eine Holzfoundation mit einem Schild. Nein! Oh. Wo drauf steht, hier war Ryan. Ja. Kauft sein Merch und kommt morgen wieder. Ja. Ich hab es geschafft, nicht mal weit, Leute. Ach. Ey, wir sind aber gleich an der Oberfläche, hä? Und Sprung. So, yeah. Und da wo Quadstep steht, da dürfen aber wir das sehen. Ja, aber ja. Das Klettern kostet ordentlich Ausdauer. Ja. Wenn da. Was ist da hinten da? Das da, meinte ich. Da soll man aufpassen, hier waren Viecher vor. Nein, kurz vorm Ende stürzt sich ab. Was zum Henker ist das?